Das hatte ich auch einmal. Das hatte ich wirklich einmal. Ich habe mal letztes Jahr ein Tinder-Date gehabt und da habe ich mich mit einer getroffen in einer Bar und ich kannte den Barkeeper und habe dem später geschrieben, er soll mir bitte, also er soll, wenn er könnte, soll er kurz rausgehen und so tun, als wäre gäbe es einen Notfall, weil die hat wirklich die wirste Scheiße geredet überhaupt. Also wirklich, die hat erzählt so, ja, ich bin ja jetzt schon 25 und ich bin jetzt mit meinem Studium hier fertig und so, bla bla bla. Und dann hat sie angefangen darüber zu erzählen, wie gern sie einen Hund hätte und dass ich ja einen Hund hätte und dass das ja mega gut passen würde. Und ich habe die ganze Zeit nur so gedacht, ja gut, also rein optisch, da sehe ich uns heute Nacht, da können wir natürlich... Ja, sie hat auf jeden Fall erzählt. Und dann hat sie dann irgendwann gesagt, dann hat sie irgendwann einfach gesagt, so ja, und das mit dem Hund ist ja auch voll cool, wie ich denn zu Kindern stehen würde. Und ich so, ja, keine Ahnung. Ich hab dann, glaube ich, so einen ganz dummen Witz gemacht. Digga, Alter, Dankeschön für die 10.000 Bits. Revi, wie oft muss ich es noch sagen? Ich habe dir heute schon 400 € gespendet. Warum wurde das nicht angezeigt? What the fuck? Was bin ich für ein dummer Wichser? Holy shit, Digga. 10.000 Bits. Rydinia Versiax. Geht's noch? Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Kuss. Kuss. Vielen Dank für die 10.000 Bits. Ah, ich lese es auch noch vor. So bodenständig bin ich noch. Dankeschön. Dankeschön für den Level 3 Hype-Train, Leute. Jetzt macht voll. Jedenfalls, wir sitzen da. Wir sitzen da und sie fragt so, wie ich Kinder halt. Und ich habe irgendwie so einen dummen Joke gemacht, meint so, ja, keine Ahnung, ich konnte Kinder nicht leiden, weil ich früher selber ein Scheißkind war. Und sie so, nee, jetzt mal ehrlich, wie stehst denn du zu Kindern? Und ich so, ja, wie soll ich dazu stehen? So, nochmal 10.000 Bits, sag mal, hast du den Arsch auf? Digga, was ist denn hier los? Sag mal, spinnst du eigentlich? Also jetzt reicht's. Nochmal 5.000 Bits? Hä? Hä, what the fuck? Lass das mal! Das ist ultra viel, lass das mal! Und inakzeptabel HD gibt es nochmal 5 Subs hinterher, what the fuck? Lass es! Hör auf! Digga! Ja, Hype-Train ist durch, das war's. Wir sind fertig für heute, Leute. Ich mach jetzt einen Stream aus. Ich habe heute schon so viel Geld verdient, ich kann jetzt einen Stream ausmachen. Ich erzähle die Story nicht mal mehr zu Ende, wie ich die Alte am Ende nicht weggehämmert hat, weil sie mir von Pindern erzählt hat. Ich erzähle gar nichts mehr hier. Ich halte jetzt noch eine halbe Stunde die Fresse und dann gehe ich nach Hause an meinen Akkolm. Digga, holy shit, Junge. Vielen, vielen Dank. Redinia Versiax, Dankeschön für insgesamt 25.000 Bits. Holy shit, Digga. Holy shit. Nee. Okay. Inakzeptabel HD, Dankeschön nochmal. Hype Train ist voll. Jetzt mal gerade bitte nicht spenden. Ich will ganz kurz weitererzählen. Wir sitzen also in der Bar und sie so, nee, jetzt mal ehrlich, hahaha, wie stehst denn du zu Kindern? Ich hab gesagt, lass es, Redenia Versiax. Wie viel? 50 Subs! Digga! Ich hab gesagt, ich will eine Geschichte erzählen! Dankeschön, Redina Versiax, Dankeschön für deine 50 Gifted Subs an der Stelle. Absolut, absolut wild. Das sind auch nochmal 250 €. Hä? Wie kann denn eine Person innerhalb von... Hä? Wie kann denn eine Person innerhalb von fucking... Wie... Das waren 10 Minuten. Wie kann denn eine Person innerhalb von 10 Minuten bei mir einfach über 1.000 € verbrennen. Was ist denn das? Oh Gott, Digga. Vielen, 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 vielen Dank. Da ist aber jemand ganz reich, Alter. Junge, vielen, 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 vielen Dank. Holy shit. Ja. Ich lasse einfach weiterlaufen. Ich lasse einfach weiterlaufen, die Story. Ey, Digga, Junge. Streamer kriegt die. Ich werde hier ständig unterbrochen. Ich will hier nur eine Geschichte erzählen, wie ich es nicht geschafft habe, eine Frau am Abend zu verführen, weil sie Kinderwunsch hatte. Aber ich komme nicht dazu, weil ihr mich mit Geld überhäuft. Der Hype-Train ist bei 363%. Es reicht. Junge, 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 Junge. Also, ich bin jetzt ein Sugar Babe. Ich bin jetzt ein Sugar Babe. Was soll ich machen? Was soll ich machen, Leute? Also, ich setze nochmal von vorne an. Sie sagt so, ja, nee, was hältst du von Kindern? Pizzarankönig, König, danke für deinen Sub. Ich so, nee, kein Bock drauf. Bin ich überhaupt, also wirklich? Und sie so, ja.
Das kann, also mir reicht's jetzt. Mir reicht's jetzt, Digga. Mir reicht's. Ich will diese Geschichte erzählen. Nochmal 50 Subs. Nochmal 50 Subs. Warum? Warum machst du so? Warum machst du so, bitte? Junge, Junge, Junge. Digga, die hat jetzt einfach... Diese eine Person. Diese eine Person hat jetzt hier einfach 1500 Euro abgegeben. Ist das ein YouTube-Video? Mr. Beast, bist du's? Ich weiß es nicht. Ich will doch einfach nur... Das sind 2K. Das sind 2000 Euro. Also sag mal, ich habe noch nie gesehen bei irgendeinem Streamer, dass ein Hype-Train bei 615% hängt. Das gibt es nicht. Ich mache davon jetzt ein Foto und zeig das meinem Vater und druck mir das aus und häng das an die Wand. Junge, 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 Junge. Deutsche Mr. Beast oder was? Ich weiß nicht, wer es ist. Ah, Beda FFM, dankeschön für den Sub. Ich weiß es, das sind 2000 Euro weg. Was ist denn das? Und das Problem ist, sie kann es nicht mal zurückerstatten, weil die das Geld an Amazon gegeben hat. Jeff Bezos sitzt gerade so in seiner Villa und wichst. 100! Ey, Junge, es... Was? Das sind... Ey. Ey, sag mal, das ist ein Hype-Train von 1000%. Das ist es... Nochmal 100 Subs. Die macht hier gerade die 3000 Subs voll. Checkt ihr das, Leute? Das sind 2500 Euro. Das ist eine Viertel von 10.000 Millionen. 10.000. Junge, 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 Junge. Das ist, also... Das habe ich noch nie erlebt. Das habe ich noch nie erlebt. Der Hype-Train ist broken. Die Anzeige ist kaputt. Wir sind bei 2889 Subs, Leute. Ich habe so gesagt, nächste Woche knacken wir vielleicht die 3K. Junge, Junge, Junge. Ridinia Versiax. Wer auch immer du bist. Ich weiß nicht, wo du das Geld her hast. Aber ich hoffe, du hast die Steuern mit eingerechnet und bist dir bewusst, dass Jeff Bezos sich gerade den Arsch abfreut. Junge, 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 Junge. Einfach Bill Gates, sein Sohn, seine Tochter. Ich weiß es nicht. Prinz Markus. Es muss Prinz Markus sein. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich hatte schon Big Gifter. So ist es nicht. Aber dass jemand 200 Subs giftet. 200 Subs giftet. Dazu nochmal 25.000 Bits raushaut. Das sind... Das sind 2500 Euro oder sowas. Holy shit. Vielen, 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 vielen Dank. Holy shit, Junge. Vielen, vielen Dank. Chrissy 112, Dankeschön. Das ist einfach nur verrückt. Vielen, vielen Dank, Mann. Redina Versiax. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich weiß es nicht. Ihr müsst mal überlegen. Papa Platte feiert gerade Geburtstag. Oh, und ich krieg Geschenke. Das ist so nice. Ey, Redina, wirklich. Vielen, vielen Dank, Redina Versiax, im Namen meiner ganzen Community, im Namen von dir. Digga. Es ist, also... Simon K19, Dankeschön. So, wo war ich? Also, pass auf, wir machen jetzt die Story weiter. Wir sind also in dieser Bar. Sie erzählt mir, was ich von Kindern halte. Ich sag, nee, Kinder wirklich für mich überhaupt gar kein Film. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Und dann ist die Stimmung gekippt, Leute. Und ich sag's euch, die Stimmung ist wirklich gekippt, wie jemand, der unterzuckert ist. Nämlich so. Die ist umgekippt, die Stimmung. Diese Person, die mir gegenüber saß, diese Frau, ist so schnippig geworden, meinst du, ja? Keine Ahnung. Was machst du denn hier? Was suchst du denn überhaupt hier auf dieser Dating-Plattform? Simon K19, Dankeschön für 5 Gifted Subs. Kuss, vielen, vielen Dank. Junge, Junge, Junge. Ich so, ja, keine Ahnung, was ich hier suche. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, so. Ich denke mal, man muss halt auf das Ganze dich zukommen lassen. Nee, jetzt sei mal ehrlich. Du bist so einer, der nur so will, oder? Also, du willst doch nur hier mich weghämmern und das war's.
Nicht so, ja, nee, keine Ahnung. Und dann ist sie so ein bisschen lauter geworden. Es war so überunangenehm. Wisst ihr, was ich meine? Es war richtig unangenehm, weil die Person halt so laut geworden ist und dann so ein bisschen rumgemeckert hat und rumgeschrien hat. Und dann sich aber wieder abgeregt hat und meint so, nee, also keine Ahnung. Ich, weißt du, ich bin halt oft verarscht worden. Dann hat die fast angefangen zu heulen. Dieser ganze Abend, Leute. Dieser ganze Abend. Ich gebe jetzt hier, ich mach das jetzt einfach mal. Du hast recht, ich muss jetzt hier, ich gebe jetzt hier ein VIP raus. Holy shit. Das macht Kevin auch. Ich gebe jetzt hier ein VIP raus. So. So kann man sich VIP verdienen, indem man einfach viel Geld ausgibt. Die hat dann auf jeden Fall angefangen zu heulen und meint dann so, ja, mein letzter Ex-Freund ist mir fremd gegangen und so und war dann so sauer und die war halt auch wirklich super, super besoffen. Ganz unangenehm. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann dem Barkeeper Bescheid gesagt, hey, pass auf, wir machen es so. Ich habe ihm geschrieben, geh kurz vor die Tür, sag, es ist irgendein Unfall und Notfall und sowas. Ich habe dann Folgendes gemacht. Er hat mich halt angerufen und meinte so, ja, Bro, ich habe einen Autounfall und ich habe extra auf Lautsprecher gemacht. Wir waren in der vollen Bar. Ja, wir waren in der vollen Bar, Leute. Ja, das müsst ihr euch vorstellen so. Und der Barkeeper ruft mich von draußen an und sie hat es halt nicht gecheckt so, ne? Und er so, ja, Bro, ich hatte hier einen Unfall, kannst du mich abholen? Irgendwie mein Auto ist liegen geblieben, bla, 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 ADAC, dauert voll lange und ich bin da nicht mit dir, das ist voll teuer. Ich so, ey, so, ich muss los. Und sie so, ja, okay, aber ich kann ja mitkommen und außerdem, hast du nicht was getrunken? Und ich so, ja gut, ja, 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 hab ich. Und sie so, ja, aber wie willst du dann zu deinem Kollegen hinkommen? Also sie war nicht ganz blöd, ne, und ich so, ja, ich weiß nicht, ich werde dann meinen Mitbewohner fragen halt, ob der dann irgendwie fährt oder so. Ich muss auf jeden Fall dahin, das ist mein bester Freund. Die so, ja, okay, pass auf, dann speichere mich doch kurz ein in deinem Handy, dann können wir mal telefonieren noch so, weil wir haben vorhin nur über so Tinder geschrieben, ne? Und ich so, ja, safe, machen wir, gib mir deine Nummer. Sie gibt mir ihre Nummer. Ich so, ich muss dann los. Die so, nee, 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 ruf mich noch an. Ruf mich an, damit ich deine Nummer hab. Und ich so, ey, ich muss jetzt vordringen. Sie so, ja, aber dann hast du die Nummer von mir. Dann habe ich deine Nummer. Und ich so, boah, Digga. Und es war so unangenehm. Es hat sich immer weiter reingesteigert. Und ich so, ja, okay. Hab dann noch so versucht, meine... Und dann habe ich sie zuerst einmal angerufen. Meinte so, ich habe gerade keinen Empfang. Die so, ja, dann gehen wir kurz raus. Ich noch bezahlt. Ich so, ey, mein Kollege. Die so, ja, ja, mach dir keinen Stress so. Alles gut, wir gehen raus. Ich stehe an der Tür draußen. Geb irgendwie am Handy was ein, bla bla bla. Geb ihre Nummer ein, mach auf Nummer unterdrückt. Ich ruf sie an. Ich ruf sie an und sag dann so, nee, ich wollte nicht ehrlich sein, weil die hat so geheult und die tat mir richtig leid. Die tat mir wirklich leid, Alter. Die tat mir wirklich leid. Ich hab sie angerufen mit unterdrückter Nummer. Sie sagt, deine Nummer ist unterdrückt. Und ich so, oh, scheiße, ey. Und ich so, ja, pass auf, ey, lass mich kurz losgehen. Und ich rufe dich unterwegs an. Sie so, ja, okay. Ey, ich bin abgefatzt. Ich hab mir so einen Lime-Scooter genommen. Ich hab auch ich war nicht frotzevoll, aber ich hab ein bisschen was getrunken. Bin dann schnell weggefahren. Und dann ab dafür, Digga. Das war's. Ganz, 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 ganz verrückte Geschichte. Das waren 1,5 Stunden in meinem Leben, die wirklich komplett von Wahnsinn geprägt waren, wirklich. Und ich, also Leute, ich bin jemand, der normalerweise, und das war das erste oder zweite Date, was ich nach Jody hatte. Ich wusste nicht, wie man sich verhält. Ich wusste es nicht. Ich wusste es wirklich nicht. Ich habe dann einfach gesagt, hey, es tut mir voll leid. Beim zweiten Mal, wo ich dann gemerkt habe, nee, das ist hier einfach verrückt. By the way, auch zwei, dreimal gehabt. Es waren jetzt nicht so viele Dates, ja. Es waren ein paar, sag ich mal. Ist ja auch egal. Dann war beim zweiten Date, hat dann eine gesagt, ich kenne dich irgendwoher, ich habe dich mal im Rezo-Video gesehen. Und da war bei mir auch direkt vorbei, habe ich auch direkt gesagt, hey, so, das funktioniert hier für mich nicht. Das ist halt auch unangenehm, wenn ich halt weiß, dass, also wenn jetzt hier jemand, wisst ihr, was ich meine? Das ist so ein bisschen weird so, ja, keine Ahnung. Ich bin eh auf Tinder gelöscht worden, weil Tinder gedacht hat, ich wäre ein Fake-Profil. Also scheiß drauf. Ich habe da Fotos mit Kai Pflaume von mir hochgeladen, die nirgendwo anders zu sehen sind. Miti Luxi, danke schön für deinen Sub. Aber gut, scheiß drauf, ist ja auch egal. Jedenfalls war das so meine Erfahrungen da. Leute, also das war ganz, 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 ganz gut. Beim zweiten Mal habe ich dann auch gesagt, yo, es ist jetzt, also es tut mir leid, das vibet hier gerade nicht und sowas. Das funktioniert ja nicht zwischen uns. Aber beim ersten Mal, Leute, ich war wirklich überfordert, ich konnte es nicht. Und ich hoffe auch, dass diese Person das hier nicht sieht und gut ist. Ja, was soll ich sagen, Alter? Was soll ich sagen, Junge, Junge, Junge? Wenn diese Person zusieht. Digga, Kopf. Ich habe keinen Kontakt mehr zu dieser Person, nee. Gut, Leute, wir machen weiter.